Okay, Leute. Recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alan Wake 2. Ich raff nicht, was wir gerade tun müssen. Also generell schon. Witches Hut oder so, wie das hieß, finden. Klar, da ist der Übergang eigentlich in den dunklen Ort und so. Aber, naja, ich kann halt nichts tun, I guess. Das ist alles ein bisschen nachteilhaft. Ich gehe jetzt einfach mal zurück. Und guck mal, was ich so finde. Ja. Shit. Witchfinder Station. Ja, da darf ich überall nicht hin. Da sind zufällig genau so die Bäume abgestürzt, dass ich da nicht reinkomme. Schon klar. Da komme ich ja nun wieder zurück, ne? Hier kommt komische Musik, ich gehe da jetzt mal hin. This is the witch's hut. Okay. Glück gehabt. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. Okay. The Witch's Hut. Hier lebte die Hexe vom Cauldron Lake. Achtung, ihr Geist sucht diesen Ort möglicherweise noch immer heim. Das ist auf jeden Fall auch... gute Lichtstimmung. Das ist auf jeden Fall auch ein neuer... Oh, Alter. Ein neuer Ort, den es damals nicht gab. Also, vielleicht gab es ihn damals, aber man war da nie. Hahaha. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Das war ja in der Manuskriptseite schon erwähnt. Worden, tun, machen, herstellen. Die Hütte ist lit. Okay. Ich verstehe, dann machen wir sie mal lit. Ja, es wurde erwähnt, dass es irgendwo so... Ach, leck mich doch am Arsch. Dass sie irgendwo so im Gerümpel rumlag oder so, ne? Oh. Freitag. Mitch hat mir heute erzählt, dass ihre Familie wegzieht. Das ist echt ätzend. Ich habe noch nicht einmal gesagt, dass ich sie wirklich mag. Was bringt das jetzt noch? Sie sagt, ihre Eltern würden einen besseren Job suchen und sie auf eine bessere Schule in der großen Stadt schicken. Schätze mal, das ist vernünftig. Wer will schon in diesem Kaff versauern? Und steht übrigens Bright Fucking Falls. Sonntag. Ich habe sie gesagt. Sie hat aber nur, danke gesagt. Ein echter Tiefschlag. Gestern Abend habe ich mich wieder rausgeschlichen. Ich bin zu dem großen Haus am See gegangen, anstatt es wie sonst immer nur von hier aus zu beobachten und herumzusitzen. Scheiß drauf. Jedenfalls geht da unten etwas Seltsames vor sich. Ich werde herausfinden, was. Ich werde morgen mit besserer Ausrüstung wieder hingehen. Ich wette, ich finde einen Weg ins Innere des Gebäudes. Dann mache ich ein paar Fotos. Das wird episch. Du kannst das auf Englisch gar nicht lesen. Oh, scheiße, jetzt kann ich es lesen. Ich weiß übrigens auch auf Englisch fucking kill me. Vielleicht sollte ich die Sachen doch lieber auf Englisch vorlesen, weil irgendwie ist die deutsche Lösung ein bisschen Bullshit. Ja. Ich fühle diesen Satz sehr übrigens. Ich kenn's. Hi. So. Aha. This one looks good. People should really stop littering, though. Ich hoffe, die funktioniert noch und da ist kein Wasser reingelaufen. Ha. Na gut. Oh, da ist noch irgendwas. Ah. Vor allem so rituell hier, so platziert. Das ist ja wild. Ich weiß, dass Dinge hier ein wenig wild werden können, aber wenn du jemals Angst hast, denk einfach daran, dass Alan über uns wacht. Das ist tatsächlich sogar richtig. Ja, eigentlich hat er ja wirklich so eine Art Gottfunktion in dem Spiel, ne? Er ist im Dark Place und er verändert hier die Realität und so und sorgt irgendwie wahrscheinlich dafür... Naja, wahrscheinlich will er irgendwie versuchen, wieder rauszukommen. Nach 13 Jahren. Aber sorgt wahrscheinlich auch so ein bisschen dafür, dass das hier auch alles gut ist. Oh, Thermosflasche. Ich hab's noch nicht mal eingesammelt und ich krieg die Trophäe schon. Fake. Schnell speichern. Okay. Oh, schön, dass es jetzt auch Spielstände gibt. Okay. Ich dachte, es gibt Autosaves. Also ich habe halt, oh, warte mal, ach so, Horizon, ne? Da gab es auch immer an den Lagerfeuern schnell speichern und manuell speichern. Ich habe halt einfach, ausgemacht letztes Mal und das hat funktioniert. Ich bin direkt im zweiten Kapitel wieder angefangen. Naja.
Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Interpretiere die Bedeutung der Seite. Ja, ich weiß schon, was es bedeutet. Wir müssen das Herz da zum Baum bringen von Nightingale. Aber das ist ja nicht mehr da, ne? Naja. Huch. Da hat sie selbst schon was geschlossen. Nightingale ging durch den Baum hindurch in einen anderen Ort. Okay. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Mir ist übrigens aufgefallen, irgendwie ist die Soundquali von ihr, wenn sie halt spricht, hier irgendwie echt ein bisschen scheiße. Ich weiß nicht, was da los ist. So, das haben wir gerade gehört, muss ich jetzt nicht mal vorlesen. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Okay, den Teil habe ich jetzt schon nicht mehr mitgekriegt. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Das Herz. Der Hexe das Herz geben. Worte wiederholen. Hexe gleich Schild von Witch's Ladle. Also das, wo ich immer wieder dran vorbeigelaufen bin. Na, gucken wir gleich mal. Okay, Profiling, hab schon gesehen. Hab ich schon erwähnt, dass Profiling hochgradig kritisch ist. Egal. Das Herz. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cult is doing close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? For a while, they played cards in the general store. The witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Okay. Bisschen komisch, dass ich jetzt zweimal was anwählen musste, aber okay. Kann ich sogar nochmal hinlegen hier. Ja, na dann. Wollen wir doch mal. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. Vergiss nicht oft zu speichern. I get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. Ha! I'll find my way back, don't you worry about it. Seine Ex-Wife. Das ist aber nicht sehr Max Payne hier, muss ich sagen. Oh. Bin ich denn hier ganz, ey? Moder, verdächtige Aktivitäten entdeckt. Der Melder glaubt, eine Bewegung im Gebüsch gesehen zu haben. Es wurden Fußspuren in der Gegend gefunden, aber einige wurden vom Melder beschädigt. Anmerkung für mich, den Melder besser ausbilden. Dienstag fehlt dann oder nicht zu berichten. Ein paar Tiere wie immer. Mittwoch und dann. Nachts sind die Jäger unterwegs. Wilderer, ich habe ein paar Schüsse gehört. Nicht von uns. Wir müssen ein Auge auf diese Leute haben, sonst erleben sie noch ihr blaues Wunder. Ich wette, ich muss für Platin und so auch alle diese Dinger finden. Oh, Cauldron Lake Gen. Ach so, ich dachte jetzt der General Store in der Stadt, in Dry Falls. Ja, dann bin ich hier schon richtig. Ja, Mensch. Was ich gerade sagen wollte. Ich bin ja gespannt, ob ich Platin hier auch so holen kann. Also, ob es verpassbare Trophäen gibt. Oder ob ich jederzeit quasi auch alles sammeln kann. Ich denke mal nicht. Ich denke, es ist was Verpassbares bestimmt, aber. Wer weiß. Da, fuck. Lass mich in Ruhe, Nightingale. Nur dein Herz. Oh. Schalte die Taschenlampenverstärkung ein, um dich durch die Dunkelheit zu brennen, die Feinde umgibt. Ja. Man kennt's. Oh. Oh, muss ich jetzt hier da treffen? Für. Direkt zwei. Möglichst die Feinde nicht aufzuweichen, ja. Direkt zwei Trophäen. Sehr schön. Like Nightingale.
Also mit Schmerzmitteln heilen, müssen sie schnell anzuwenden, werden aber einen kleinen. Muss ich schon auswählen hier separat, ne? Gut. Der sieht aus, als wenn ich mal Dreieck drücke und mich dann heile, obwohl ich es gar nicht brauche. Muss ja auch nicht sein, ne? Hab ja keinen Damage genommen, alles entspannt hier. Wobei doch, ich habe unten rechts ein bisschen Damage, ne? Ich glaube, das ist mein Heal. Na komm, nehmen wir mal. Ah ja, guck mal, da unten sieht man es auch. Glaube ich. Nee, hä? Ah ja, okay. Ein gutes Gefühl. Okay. Jetzt regnet es ja aber Trophäen. Ich finde das so geil, ne? Ich spiele aktuell auch Spider-Man. Mehr Platz. Alter, was ist denn los jetzt? Ich spiele aktuell auch Spider-Man 2 und ich bin ein bisschen erschrocken, wie wenig Trophäen ich bekomme. Ich habe schon irgendwie 4 Stunden oder so. Ich habe 3 Trophäen. Ich raff gar nichts mehr. Egal, das ist Herz auf jeden Fall. Gönne ich mir gleich. So, erstmal noch das hier mit. Ach, scheiße. Da konnte ich bei Fortuna an der Kasse. Darf ich mal was raten? Verdammt. Achso, man muss schon da... Nee, hä? Ist doch immer bei Remedy spielen. Irgendwann gibt es immer 665 oder 667. The text on the heart is clearer now. Legible. Okay. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. So, haben wir ihn in die Hosentasche gesteckt. Alles klärchen. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Ja, aber ich will noch mal kurz an der Kasse gucken. Wenn ich die überhaupt finde. Da. Da stand ja irgendwas, ne? Nicht vergessen. Update-Code. Was? 75, 73, 77, 23. Ach du Scheiße. Fräulein Agnieszka, Handlesen und Blick in die Kristallkugel, Traumdeutung. Ja, sure. Naja, dann werden es die Nummern ja wohl nicht sein, ne? Hä. Irgendwas hinter? Irgendeine Logik? 713, 723, 717. Das ist ja genau in der Mitte, ne? Also wieder 5 drauf, aber der Anfang darauf passt ja schon wieder nicht. Also 727. Probieren wir es mal, ne? Ich weiß auch nicht, woran man jetzt, was man dann irgendwie, muss man irgendwas drücken? Achso, warte mal, ich bin auch dumm, merke ich gerade. Ich habe mich da auch gerade verrechnet, oder? Ja. Der 4 dazwischen und 6. Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Ich finde es nicht raus. Ist mir auch egal. So, lass die Fight einfach mal komplettieren hier für den Moment. Herz wurde im Kühlschrank zurückgelassen. Found the heart in the fridge.
Just like the page said I would. Sounds literary. But what does it mean? Okay, was wieder? Die Welle brach auf der anderen Seite des Spiegels herein. Ich hab das Herz dabei, Hex. Zeig mir den Schrecken. Okay. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. Das kennt Max Payne halt nicht. I'm en route to Witch's Ladle. Der Typ ist so Max Payne, ne? Das ist unglaublich. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Okay, sind wir wieder hier. Aber da wollte ich ja gar nicht hin. Ich möchte jetzt wieder zum Baum. Ich mag die Lichtschimmung hier, die ist echt cool. Sehr viel rot, orange. Orange. Ja. Ich glaube, ich gehe gerade falsch, aber ist egal. Oh Gott. Ich schreibe das hier, falls es erneut passiert und ich es vergesse. Ich hatte wieder dieses Gefühl. Es bekam mich ganz plötzlich um 1.15 Uhr, nachdem ich meinen Armer ausgetrunken hatte. Ich stieg ins Auto und fuhr los, um ihn hinterher zu jagen. Es war eine sternklare Nacht, doch der Mond war nur ganz winzig. Wie erwartet führte er mich an Bright Falls vorbei zum Cauldron Lake. Ich versuchte die richtige Stelle, das richtige Gefühl, den richtigen Gedanken, die richtige Kombination zu finden, um alles zusammenzufügen. Ich hatte Angst, dass es passieren würde, aber es passierte nicht. Nicht dieses Mal. Ich war frustriert, aber erleichtert. Ich suchte den Himmel nach den Formen, den Objekten ab, aber es passierte nicht. Doch als ich wiederholt blinzelte, glaubte ich, das Nachbild eines Oktaeders zu sehen. Es verblasste schnell. Als ich mich bereit machte, zurückzufahren, spürte ich, dass mich jemand beobachtete. Er war hier, aber gleichzeitig fern. Er ist es. Ich weiß, dass er es ist. Weiß er, dass ich mich nähere, ich bin auf dem richtigen Weg. Es war richtig, nach Bright Falls zu kommen. Okay. Und dann steht da unten auch, was er so gemalt hat. Aha. Whatever, dude. Oh, Mensch. Wie gefällt dir das gestrickte Held? Ich habe es extra für dich anfertigen lassen. Okay. Bin nicht falsch gelaufen, aber ist auch egal. Dafür habe ich jetzt ein bisschen Kram gefunden. Aber jetzt möchte ich bitte zum See. Beziehungsweise, ihr wisst genau, wohin ich will. Ihr wisst genau, wohin ich will. Ihr wisst genau, was mein Begehr ist. Hä? Bin ich gerade besoffen? Es existiert keinen Weg mehr, oder was? Hä? Bin ich jetzt komplett... Bin ich jetzt komplett beschissen? Ach so. Von hier kam ich, ne? Nee. Hä? Ich bin sowas von 10 von 10 verwirrt gerade. Wo zum Fick ich bin. Da war der General Store. Dann kam ich ja, glaube ich, von hier. Dann müsste hier jetzt wieder die Hütte sein, richtig? Da oben. Ah ja. Dann hier lang. Das ist ja... Das ist ja hochgradig komplex hier, der Aufbau. Oh oh. Ui. Kann man wieder hier Zeitlupe machen? Bestimmt. Oh. Alter, wie ich geprügelt werde. Ich
Warum haltet ihr so gottverdammt viel aus? Ah, okay. Ich bin gerade gestorben, glaube ich. Da fuck! So verläuft die Geschichte nicht. Bitte? Okay. Wenn ich jetzt schnell den Rückweg finde, alles fein. Aber ihr wisst, wie unfassbar... Oh, jetzt muss ich jetzt auch nochmal... Was ist eigentlich mit Remedy und ihren komischen Speicherpunkten manchmal? Also das ist wirklich so der letzte Rest, den ich noch nicht verstehe. Genau wie bei Control. Hatte auch so ein kaputtes Speichersystem. So. Ich bin wieder falsch gelaufen, oder? Ich bin sowas von falsch gelaufen. Ich komme nicht klar. Ich weiß nicht, wo es hier immer lang geht. Holy shit. Das ändert sich doch jedes Mal, wenn ich hier lang laufe, oder? Das ist zufallsgeneriert, wo das hier lang geht, oder? Bro, ich komme gar nicht klar in diesem Scheißwald. Wo bin ich hier auf einmal? Ich verstehe das alles nicht. Ich glaube, da ist es. Ah ja, hä? Ich war doch schon viel weiter. Ich kann das alles nicht mehr. Ich speichere hier jetzt. Ich wollte eigentlich schnell speichern. Nee, nicht da lang. Spiel gespeichert. Hab ich jetzt eben nicht so viel von gemerkt, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, muss ich die Stelle treffen? Aua. Licht heilt auch leider nicht mehr. Okay, so, den Kram hier muss ich auch nochmal lesen, ne? Was? Ach so, hä? The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Okay, Leute. Betritt den Übergang durch den Witch Sladel. Aber, da machen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Und ja, nächstes Mal geht's dann hoffentlich mal ein bisschen los hier. Bis dahin, ne? Ciao.